Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Ach, ich muss jetzt schon das zweite Mal anfangen. Ich habe schon Karten liegen gehabt und da musste ich ausspringen, musste aufhören. Deswegen fange ich jetzt ganz von vorne an, weil ich habe für mich den Eindruck, dass die Karten, die wo ich dazu vorgelegt habe, auch nicht stimmen. Ne? So, jetzt gehen wir mal in Neues. Im Namen Gottes. Ne? Ich habe heute von Diana Eichstätter die Seelenhilfe. Habe die Glottbusterorakel, die sind neue von der Nadine Breitenstein. Und die Fee-Tarot von der Doreen Virtue. Ne? So, was ist denn heute wichtig? Erwartungshaltung bist du, ne? Du bist in Erwartung auf etwas Schönes wahrscheinlich, ne? Ja? Ja? Ja, auf etwas Unbekanntes, ne? Ja. In Erwartung auf etwas Unbekanntes. Diese Karte lassen wir jetzt weg. Ja, vielleicht klärst du irgendetwas online oder du bist online angebunden. Du bist in Erwartung auf jemand oder etwas Unbekannten und erkundigst dich da eventuell online. Ne? Ja. Heute könnte auch etwas mit Vaterthemen zu tun haben. Ne? Ja. Gucken wir mal weiter. Im Namen Gottes, was ist denn heute wichtig für Seelenkollektiv? Zeig uns mal was Schönes, dass wir Hoffnung schöpfen können, ne? Ja, du möchtest in die Selbstbestimmung und in die Selbstverantwortung und da gehst du jetzt auch rein, du regelst dein Leben selbst, ne? Ja, darum gehst, ne? Das kann natürlich sein, dass du jemanden um dich hast, der wo permanent über dich bestimmt, diese toxischen Leute, ne? Ja. Möchtest auch in die Selbstbestimmung gehen mit Geld. Ne? Es kann aber auch sein, dass sich heute etwas um Geld dreht oder du in Erwartung bist von Geld, wo du bekommen sollst oder eventuell bekommst. Ne? Du kriegst heute schlaue Ideen. Ne? Ja, schlaue Ideen. Vielleicht hast du irgendwelche Probleme, weißt nicht, wie du irgendwas regeln sollst, da kriegst du schlaue Ideen. Oder fragst jemanden, der wohl sich besser damit auskennt. Ne? Ja, kann so Blitzgedanke sein, ne? Im Namen Gottes. Ja, du hast Ideen, wie du aus den Einschränkungen rauskommst. Du fühlst dich eingeschränkt, eingesperrt, ne? Das bedeutet, dass du in einem Leben bist, ja, wo dich entweder tatsächlich jemand einsperrt und kontrolliert oder du dich vielleicht geltlich eingeschränkt fühlst, ne? Da geht es aber jetzt rein in den Neuanfang. Ne? Du lässt das Alte hinter dir. Du hast die Schnauze voll. Ne? Das Alte war lange Zeit scheiße. Ne? Ihr seht ja, das Schild Alt hier ist kaputt. Ne? Und du gehst in den Neuanfang. Du möchtest auch rein. Ne? Erkundigst dich online vielleicht, wie du das machen kannst. Kriegst irgendwelche schlaue Ideen und vielleicht auch dementsprechend Geld. Ja, für dich sind diese negativen Sachen, ne? Also für diese negativen Sachen, die könnten jetzt vorbei sein, ne? Diese Einschränkung, ne? Ja, du möchtest in den Neuanfang. Im Namen Gottes. Mehr Wissen erlangen, ne? Ja, vielleicht tust du Online-Wissen erlangen, ne? Wie du dich aus einer bestimmten Situation und aus Einschränkungen befreien kannst, ne? Ja. Wissen erlangen über Lügen, Halbwahrheiten. Also hier ist jemand, der wohl dich anlügt, ne, in deinem Umfeld. Sind ja immer diese toxischen Leute, ne, im Namen Gottes. Da wird dir etwas bewusst, da werden dir Lügen bewusst, ne. Ja, man sagt ja nicht ohne Grund Lügen, aber kurze Beine, ne. Ja, es geht darum, dass du wieder schöne Dinge erlebst, ne. Es kann sein, dass du das schon lange nicht mehr hattest, ne. Bist vielleicht auch an einen toxischen Partner geraten oder lebst unter toxischen Umständen, bist arm, ne, hast Probleme mit Geld, ja. Aber da geht's jetzt, du machst ja auch Gedanken darum, ne? Wie kann ich diese schönen Dinge erleben, die wo ich gerne möchte? Ja. Man nur Mist erlebt, ist das auch kein Wunder, ne? Ja. Ja, da habe ich mal von Otto geguckt, ne? Ist dir dein Leben zu viel, geht dir alles auf die Nerven, dann nimm egal. Und für besonders harte Fälle, toxische Leute, scheißegal. Ja, du kriegst ein Geschenk heute. Oder etwas oder jemand erscheint dir wie ein Geschenk.
Ja, ein Geschenk, das liegt unter dem Neuanfang, wo du vielleicht den Neuanfang möglich machen kannst. Ne? Ja, es dreht sich heute alles um dein sehr nahes Umfeld, um dein Heim, um dein Zuhause. Ne? Ja, ja, dafür, das ist vielleicht wie ein Geschenk für dich. Oder du kriegst ein neues Zuhause, das ist wie ein Geschenk für dich. Ne? Aber das Haus steht auch für Stabilität und Sicherheit. Ne? Vielleicht kriegst du, wird dir bewusst, wie du dieses Geschenk, ne, annehmen kannst. Ne? Also du kriegst ja auch Geld. Ne? Ja, das ruft natürlich tiefe Gefühle in dir hervor. Ne? Stabilität und Sicherheit. Also irgendetwas passiert, wo dich in die Stabilität und Sicherheit führt. Das kannst du auch selbst sein. Ne? Das ruft dann tiefe Gefühle hervor. Das nimmst du natürlich an. Ne? Ja? Raus aus den Lügen. So, jetzt hole ich mal diese neue Karten. Die habe ich gestern bekommen. Habe die aber noch nicht ausprobiert. Gucken wir mal. Was ist denn heute noch wichtig für das Seelenkollektiv, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Was ist heute noch wichtig für das Seelenkollektiv? Ne? Geschenk ist schon mal gut, annehmen ist auch gut, Neuanfang ist auch gut. Also wir haben auch gute. Ne? Damoklesschwert. Ja? Ja, irgendetwas befürchtest du, was passieren könnte. Ja, das kann sein, dass das nur passieren wird. Ne? Mhm. Ja. Kann ja wieder alles Mögliche sein, ne? Ja. Aber hier versucht dich auch jemand zu bekämpfen. Wer oder auch immer gerade versucht dich zu bekämpfen oder dir etwas neidet, das sind ja die, die wohl dich anlügen, diese toxischen Leute. Niemand kann dir das Wasser reichen, ne? Denk stets daran. Ja? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, hast scheinbar viele Neider. Ne? Besonders wenn du talentiert bist, ein liebevoller Mensch bist, ne? Gerade so diese toxischen Leute neiden dir ja dein Licht, ne? Seelenhochzeit. Oh, hier kommt dein nächster Partner auf dich zu. Und dieser nächste Partner verkörpert all das, wonach du gesucht hast. Heilung und Liebe auf höchster Ebene erwarten dich jetzt. Oh, wie toll, ne? Ja, dann verkraften wir auch, dass irgendetwas, was wir befürchtet haben, passiert, ne? Ja, wenn du befürchtet hast, dass dein toxischer Partner oder toxisches Umfeld abhaut, ne, kannst du ja froh sein, wenn die verschwinden. Ne? Ja. Also hier wartet ein Partner auf dich. Ja. Nichts und niemand wirft dich aus der Bahn. Am Ende stehst du wieder aufrecht. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Ja. Besonders wenn diese Seelenhochzeit kommt. Bestimmt eine spirituelle Verbindung. Ne? Weil viele haben den Seelenverwandten ja noch nicht kennengelernt, ne? Ich auch noch nicht, ne? Überleg dir mal, was dir fehlt, ne? Ja, was brauchst du jetzt? Und hole dann das Licht zurück in dein Leben, ne? Hier sieht man dein dunkles Haus. Tatsächlich wohne ich hier in einer Wohnung, die ist ja dunkel, ne? Bergweise Fenster, trotzdem duster, ne? Ja? Und wenn du dann noch toxische Leute hast, dann wird das Ganze noch dunkler, ne? Ja, hol dir dein Licht zurück, ne? Geh wieder in deine Ganzheit, ne? Kannst du mal überlegen, vielleicht kriegst du eine schlaue Idee, wie, ne? Ja, irgendeine Lernaufgabe hattest du, ne? Da hatte ich dein inneres Kind immer wieder besucht, ne? Ja. Da sollst du natürlich draus lernen, ne? Nachsitzen, sagt die Karte. Du sollst deine Lebensaufgabe verstehen, ne? Brich die Brücken hinter dir ab, ne? Es hat einfach keinen Sinn mehr in einer bestimmten Situation. Erfreue dich lieber an der neuen, wunderschönen Welt, die du nun erkunden wirst. Aha. Ja, vielleicht hast du toxische Leute in deinem Umfeld und traust dich das nicht abzubrechen, ne? Oder ein Zuhause, wo toxische Nachbarn sind, ne? Ja, Opfertum. Du dachtest mal für längere Zeit, du tust das Richtige, wie du jemanden kennengelernt hast. Der hat dich aber nur beschissen, belogen, betrogen und wie Dreck behandelt. Sei nicht traurig, schon bald kommen wieder bessere Zeiten. Ne? Hier habe ich ein Kreuz und einen Baum. Das Kreuz bedeutet, das Schicksal greift ein. Ne? So, und der Baum bedeutet, du sollst deinen Platz im Leben finden. Ne? Ja.
Ja, also du bist scheinbar auf dem richtigen Weg. Und wenn du jetzt nicht wieder umkehrst, dann erwartet dich ein Wunder. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Das ist dann doch wichtig. Gottes Gnade. Also Gott greift ein und das Schicksal. Ne? Weil du viele Opfer bringen musstest. Ne? Du hast scheinbar eine Frage. Und die Antwort auf deine Frage steht im Buch der Bücher, in der Bibel. Ne? Schlag einfach spontan und intuitiv mal eine Seite auf. Ne? An dieser Stelle findest du die Rätselslösung. Ja? Das bedeutet Jesus. Aha. So, kann man ja mal probieren, mal gucken, was auf der Seite steht. Ne? Ja? Hier versucht dich auch jemand aufzuhalten. Ne? Du hast deine Koffer schon gepackt. Ne? Da versucht dich jemand aufzuhalten. Wahrscheinlich weißt du auch schon, wo du weggehen willst. Ne? Zumindest mal innerlich weggehen. Ne? Viel Lärm um nichts. Jemand versucht dich hier aufzuhalten oder einen Streit vom Zaum zu brechen. Ne? Damit du nicht in das Leben gehen kannst, wo du dir wünschst, den Neuanfang. Diese Angelegenheit ist nur von geringer Bedeutung. Tut diese jemand gar nicht beachten. Ne? Ja, sind auch diese toxischen Leute. Die wollen einen ja immer wieder nach unten ziehen, ne? So, Selbstwert. Du hast keinen Selbstwert, aber du bist die Nummer eins, ne? Gib dich nicht mit weniger zufrieden, ne? Also ist hier jemand, der wohl deinen Selbstwert untergräbt, ne? Das kann die Familie sein, das kann auf der Arbeit sein, das kann ein böser Partner sein, aber der Funke der Hoffnung kommt, ne? Also im Moment bist du so, wo alles so still ist, ne? Du fühlst dich wie im Stillstand. Ne? Verwechsle aber die jetzige Stille nicht mit Stillstand. Alles wird sich fügen, alles wird perfekt werden. Nur scheinbar siehst du das noch nicht. Aber das liegt alles schon in der Luft. Ne? Ja, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Eine Karte. Mit der Bibel probieren wir mal. Jeder hat ja bestimmt eine, ne? Noch aus der Schule. Ja. Optimistisch sollst du sein. Was wird dein Kind jetzt tun? Sich weiterhin Sorgen machen oder lieber spielen gehen? Wahrscheinlich spielen gehen, ne? Versuch das Beste aus einer Situation zu machen. Hier siehst du ein Kind, da ist der Kopf voller Licht, ne? Und dann siehst du einen Erwachsenen, Kopf voller Wolken, ne? Ja, die ganze Sorgen, wo wir haben, mit unserem Lebensunterhalt und mit allem, ne? Ja? Ja. Irgendwann hast du mal deine Freiheit aufgegeben für irgendetwas oder irgendjemand, ne? Ja, da hast du dich verloren, ne? Du sollst zurück zu dir finden, ne? Deine Suche wird jetzt auch bald beendet sein. Jetzt erhältst du deine Antworten oder erreichst dein Ziel, ne? Je nachdem, was das für ein Ziel ist, ne? Der eine möchte einen Zielpartner, der andere möchte umziehen, der nächste eine schöne Arbeit, der andere möchte gesund werden, ne? Ja? Oder du möchtest deine Freiheit haben, möchtest aus einer beengten Beziehung ausbrechen. Namen Gottes. Ah, oh, die scheiß Grippe. Sei mal locker. Ja, kontrollieren kannst du eh nichts. Dann sollst du damit aufhören, ne? Dann werden sich auch neue Türen öffnen, ne? Man versucht ja immer, wenn man vor irgendetwas Angst hat, das zu kontrollieren, aber oft funktioniert das nicht, ne? Ja. Und beweg dich mal wieder. Wenn dein Körper stärker und elastischer wird, wirst du dich auch in vielerlei Hinsicht besser und stärker fühlen. Ja, das mache ich auch, nachdem, wo ich mich hingelegt habe mit der Grippe. Ja, ja, gerade so diese negative, wenn du etwas Negatives im Leben erlebst und das nicht mehr weggeht, das macht dich richtig krank, ne? Ja, deine Wünsche erfüllen sich voll und ganz. Wenn die Blumen zu blühen beginnen, ne? So, also das ganze Jahr, hier kommt eine Veränderung auf dich zu. Also die Karte zeigt den Frühling an, in dem sind wir ja noch bis zum 21. Juni, ne? Und bitte auch die Feen und die geistige Welt um, was du möchtest. Teile dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst, ne? Damit sie dir helfen können, ne? Also deine Wünsche erfüllen sich. Wir haben ja auch schon gehört, der richtige Partner kommt auf dich zu. Ja? Ja, die Feen verbinden euch, um den Segen der Ehe zu feiern. Also hier kommt der Seelenpartner auf dich zu, ne? Da kommt eine Hochzeit auf dich zu. Oder das Ganze kann gehen bis zur Hochzeit und das Ganze ist gewünscht auch von der geistigen Welt, ne?
Ja, du sollst auch in die Heilung gehen, ne? Heilende Energie hüllt dich und deine Situation ein, ne? Die wo dich krank gemacht hat, ne? Ja. Im Namen Gottes. Geht es denn weiter? Ja, ist vielleicht mal vegetarisch. Also ich bin Vegetarier, ne? Eine neue Art der Ernährung gibt dir mehr Energie, bessere Gesundheit, geistige Klarheit und Verwirklichungskraft. Das bedeutet aber auch, achte darauf, ne, was deine Seele nährt, ne? Ob du jemanden um dich hast, der wo dir deine ganze Energie abzieht, diese toxischen Leute, die sind ja ewig schlecht gelaunt. Also ich mache sowas seit 18 Jahren mit. Ich habe sowas Dunkles und Düsteres auch noch nie erlebt, ne? Man will ja lachen und Spaß haben, ne? Die ziehen dir die Energie ab, ne? Ja, also pass auch auf, wie du dich geistig ernährst, ne? Und keine Sorgen sollst du dir machen. Alles ist scheinbar in Ordnung. Alles wird gut für dich verlaufen und wundervoll, ne? Und steh auch für deine Überzeugungen ein, ne? Du musst ja gerade bei diesen toxischen Leuten da sehr verteidigen, behaupte dich selbst, ne? Und sag aber nur zu Dingen ja, wenn du das auch wirklich willst, ne? So, und deine Antwort auf deine Frage, hast ja bestimmt eine Frage, wenn du Karten hörst, ne? Hat mit einem wichtigen Geburtstag zu tun. Bei mir kommt jetzt der Geburtstag meiner verstorbenen Mama am 10., ne? Am Samstag. Ja? Der Kern deiner Frage hat auch mit deinem Liebesleben zu tun, das sich jetzt zum Besseren verändert. Da kommt ein neuer Partner auf dich zu, ne? So, der hat ja Schmetterlingsflügel, also kommt ein anderer Partner und eine Veränderung. So, jetzt hol ich mal die Würfel. Bisschen Rauschen im Kopf, aber es wird schon gehen. Im Namen Gottes. Was ist denn wichtig? Ja, du gehst in die Heilung, in die Herzheilung, in die körperliche Heilung, ne? Ja? Genau, der Frosch steht für Heilung, steht aber auch dafür, dass du vielleicht dein ganzes Leben lang immer die falschen Frösche geküsst hast, die falschen Männer oder Frauen. Ich rede immer aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, ne? Und jetzt kommt der richtige Froschkönig auf dich zu, ne? Wie ein Wirbelsturm. Das kann ziemlich schnell passieren, ne? Und der fegt alles Negative weg, ne? Ja, du gehst eine Symbiose mit jemandem ein. Pilze, ne? Haben eine Symbiose mit Bäumen, ne? Die nähren sich gegenseitig. Pilze machen etwas, dass der Baum gut wächst. Der Baum macht etwas, dass der Pilz gut wächst, ne? Ja. Also es ist kein Fliegenpilz, also kommt ja nichts Giftiges auf dich zu, ne? Ja, die Kugel, Kristallkugel. Ja, deine Zukunft ist jetzt noch nicht ganz sichtbar, ne? Aber es kann sein, dass du dir vielleicht Karte legen lässt oder bei einer Wahrsagerin oder irgend sowas gehst, weil du willst haben, wie du, weil du willst wissen willst, wie du in die Heilung kommst, ne? Ja, genau. Also das könnte alles schnell passieren, wie ein Wirbelsturm. Im Namen Gottes. Wir haben ja schon mal gehört, du machst dir unnötige Sorgen, ne? Ja? Was ist denn das? Eine Lupe. Also schau überall genau gut hin, ne? Besonders bei diesen toxischen Leuten, wenn du dir um dich hast, ne? Wenn du die um dich hast, ne? Weil die versuchen, dir hinten noch beim Bein zu stellen, da kriegst du das gar nicht mit, ne? Ja, du hast dich auch zurückgezogen, ne, in deinen Turm, ne? Ja, und hier ist aber auch jemand, der deine Grenzen überschreitet, beobachte den genau, setze diesem jemand Grenzen, da kann es hin bis zur Trennung gehen, und diese Trennung, die führt dich ins Glück, ne? Hufeisen. Hufeisen stehen ja für Glück, wenn er ein Hufeisen aufhängt, ne? Immer mit der offenen Seite nach oben, dass das Glück reinfällt. Weil wenn ihr es andersrum aufhängt, fällt das Glück raus. Ne? Deswegen stellen wir das jetzt auch so dahin. Ne? Ja? Ja, vielleicht wirst du auch aus deinem Turm da rausgeholt. Ne? Wo dich eventuell jemand eingesperrt hat. Ja. Ja, eine toxische Person. Und jetzt schon haben wir sie hier. Ne? Also du hast definitiv toxische Personen um dich. Die wollen dich mit ihrem Gift vergiften. Ne? Ja? Mit ihrem Charakter, mit ihrer bösartigen Art, ne, wie sie mit dir umgehen, vergiften die dich, ne? So, das stinkt dir ziemlich gewaltig und macht dir auch Verdruss, ne? Also könnt ihr heute Ärger mit toxischen Leuten drohen, ne? Ja? Aber du kriegst eine neue Tür gezeigt, durch die, wo du durchgehen kannst,
ja, in dein Glück. Ja, ja, hast auch die Schnauze voll von diesen toxischen Leuten, ne? Die sind wirklich furchtbar, ne? Also ich mache das selbst seit 18 Jahren mit, ne? Ich sag immer, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem Bösen nicht gefällt, ne? Ja? Namen Gottes. Ja, die behindern dich auch, ne? Du hast Hindernisse auf deinem Weg, ne? Die legen dir Steine in den Weg, ne? Ja, weil du was Besonderes bist, ne? Aber du sollst wieder in deine Freunde und auch deine Kinder, ne? Ja? Darum geht es. Du möchtest auch wieder eine Freunde. Und die ist aber im Moment blockiert durch toxische Leute. Geht das denn weiter, liebe geistige Welt? Das sind zu viele. Die Karten sind sehr glitschig. Nochmal. Im Namen Gottes. Ja, aber die Wahrheit wird sichtbar werden. Ne? Wir haben ja hier schon die Lüge liegen. Also hier ist jemand, wo dich anlügt. Ne? So, und die Wahrheit, die wird jetzt aber ans Licht kommen. Ne? Ja? Ja, da zeigst du Mut und nimmst dein Leben selbst in die Hand. Ne? Ja? So, noch eine Karte. Es geht auch voran mit deinen sehnsüchtigen Wünschen und Träumen. Das Schiff bringt dir ein besseres Leben, einen Neuanfang. Und eventuell den richtigen Partner, mit dem, wo du dieses neue Leben begehen kannst, ne? Ja, und da wirst du sehr dankbar dafür sein, ne? So, jetzt hole ich aber noch einmal diese Würfel. Im Namen Gottes. Heute kommt ein bisschen Kuddelmuddel. Ja, wie ein Wirbelsturm. Ja? Also hier kommt etwas ziemlich schnell wie ein Wirbelsturm, fegt alles Negative weg. Ne? Ja, da kannst du eigenständig, kannst du wieder was aufbauen. Ich habe wieder die Katze. Ne? Ja, zeig Eigensinn. Ne? Lass dir nicht alles gefallen. Ne? Ja. Du hast auch Freunde. Vielleicht kriegst du auch neue Freunde dazu. Die Bremer Stadtmusikanten. Ne? Ja, die wohl mit dir den restlichen Lebensweg gehen. Ne? Ja. Durch die gehst du in deine Fülle, eventuell auch in finanzielle Fülle. Ja? So, noch einmal diese Würfel. Namen Gottes. Ja, sei kein Schaf, lass dich nicht ausnutzen. Ne? Ja, genau. Hier meckert jemand immer darum und möchte dich ausnutzen. Jemand, der wohl dich anlügt. Ne? Du weißt aber schon, um wen es sich dreht. Ne? Da sind die Würfel schon gefallen. Das lässt du dir nicht mehr bieten. Ne? Du möchtest in dein Glück. Ne? Diese Leute, wo dich ausnutzen wollen, die schieben Wolken vor deinen Regenbogen. Aber der Regenbogen steht für, dass die Träume wahr werden. Ne? So, jetzt noch einmal diese Würfel. Ja. Ja, du kriegst Hilfe und Unterstützung, dass du aufwärts gehen kannst. Ne? Lässt dich auch nicht mehr ausnutzen, bist eigensinnig. Ne? Hier beobachtet dich auch jemand. Ne? Ja? Jemand, der wo... Ja, eigentlich keine gute Gefühle bei dir hervorruft, weil der Würfel zeigt Wasser, das Meer und starke Wellen, ne? Ja? Also es kann ein bisschen Turbulentheit werden, ne? Aber du hast Hilfe und Unterstützung. So, jetzt hole ich noch einmal eine von den Neuen und dann höre ich mal auf. Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch wichtig für Seelenkollektiv? Meinungswechsel. Ja, sieh mal etwas aus einer anderen Sichtweise. Du wirst bald einen Sachverhalt völlig anders beurteilen als jetzt, da du etwas Wichtiges erfahren wirst. Hier kommt die Wahrheit ans Licht in einer Situation, ne? Ja. Es geht darum, dass du in deine Berufung gehst und in das Leben, das wofür dich vorbestimmt ist, ne? Und ob es das Richtige ist, erkennst du daran, dass dein Enthusiasmus, Fleiß, deine Kreativität, dass das alles unaufhörlich fließt. So, jetzt höre ich mal auf mit der Kartenlegung, da bin ich am Ende. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert. Ich begrüße auch alle neuen Abonnenten und wie immer freue ich mich über eure lieben Kommentare, die wo ich auch immer alle lese und beantworte. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und dass ihr so wenig Ärger wie möglich habt und gesund seid. Tschüss, bis morgen.